bin mal gespannt. Wie war jetzt hier? Loading Video, da kommt sogar was oder was? Sie mich verarschen oder so? Tatsache. Sachen noch mal abändern, sonst läuft es nicht anständig. So. Tada. Ja, irgendwie hat der Sack noch nicht übernommen, dass ich nicht Mass Effect 3 spiele und das kein Teststream ist, das ist die Grim Tales. Das ist ja über. Gesichtspunkten? Weiß ich nicht. Nehmen wir uns mal. Okay. Spiele. Expertenlos. Ja, wenn dann hart, ne? I haven't seen my sister in many years. She has a son I've never met. I received an invitation for his christening. I wouldn't miss it for the world.
can't wait to see her again. It's been far too long. Na super. Die fährt zur Taufe. Was an einer Taufe kann so wichtig sein, dass man bei so Mistwetter so schnell fährt und dann wahrscheinlich noch mit Slicks aufreifen. Das war meine kurze Abi-Karriere. Die sogenannte Straßenlage dann auch noch wie einen Baum knallt. Mäh. Wie war das aus dem Eingang? Hallo? Ich hätte ein kleines Problemchen. Oh, mein Hund. Mein Wolf. Was ist das für ein Wolf gewesen? Was war das? Wie stimmt das noch? Ja, allerdings. Vor allem konnte die Schatten runterschmeißen. War die mit Kaugummi festgemacht oder was? Ich sehe keinen Weg in den Graben. Der Wolf hat die Kippe zerstört. Da muss man meine Schwester in einem Schloss wohnen. Weil sie ist von. Feiern Sie mit Louisa und John Gray die Taufe Ihres Sohnes. Es sei denn, Sie fahren zu schnell im Regen und fahren dann etwas komisch an einen Baum dran. Ja, ist die noch fahrbereit auf und die Scheibe ja unten? Schlagloch. Ach ja, sie ist im Schlagloch ausgewichen. Und der Scheiße, die hier am Straßenrand steht. Alles klar. Zug. Da ist was. In dem Schlag doch schon was fest, aber ich kann es nicht erkennen. Nicht du blind, hallo, da ist ein Frosch. Ja, was macht ein Frosch im Schlagloch? Ah, versteckt sich vor Regen. Oh. Das erste Hühnerbildchen, juhu! Oh Mann, was ist denn? Ja. Schafhüt spielt eine Geige. Eine Chilischote, ein Papagei, ein anderer komischer Vogel. Noch ein Frosch, ein Hamster. Okay. Was wollen die überhaupt haben? Bienengarten, zwei Chilischote, Kleeblatt, Wurfstern, Muschel, Krebs, Tomate, Zug, Dartpfeil, Pilz, Machete. Gut, Machete haben wir schon mal. So, da ist die Chilischote. Biene. Kleeblatt da oben. Muschel. Muschel, ja. Kleeblatt. Dartpfeil da oben. Da hinten, Wurfstern, Gartenzwerg, da hinten, und Tomate, Zwerg, Kirsche, Apfel, da. Hey, vielleicht ist dies noch nützlich. Ja, da habe ich ein Tuch. Und schon kann ich wenigstens wieder sehen, wo ich nicht hinfahre. Oh mein Gott, sie sieht den Frosch endlich, wa? Ohne Werkzeug bekomme ich ihn nicht raus. Mit dieser Eispickel, Lamale.
Toll. Ein Frosch. Quark. Aber der Frosch könnte jetzt eigentlich hier passen. Oh mein Gott. Was ist das? Da, das, da, das, da, das, da, das, das, da. Das, das, da, das, da, das, da, das, da, das, da. Wild. Oh, Mutti, Fakti, Fakti, Mutti und Kind und Futter suchen. Oh, woher dann? Okay, lass uns überlegen. Stell dir mal vor, da kommt die Frau an. Du Schatz! Ja? Mach doch mal das Fotografikato für die Gäste auf. Boah, da muss ich erst wieder das Puzzle lösen. Ja, und dann löst du das halt. Wo hast du den Frosch hingelegt? Der ist mir letztens aus der Tasche gefallen. Guck mal, in dem Schwerglauf. Nee, schon wieder. Die Brücke sieht so einladend aus. Wenn da wohne ich in dem Schloss und kriegen sie mal hin, diese verdammte Ringebrücke fehl zu kriegen oder heil zu machen. Das Gehänge wird das Gefühl, ich muss mit allen Höhen und die Brückensäule festziehen. Das könnte ein bisschen gewinnen werden. Säule. Da ist die Säule. Schön abgehoben. Ich bin fast angebunden. Das heißt, man war noch ein bisschen wackeln. Okay, warum ist einer dahinter? Das weiß ich auch nicht, aber... Nein, klar. Ich bin doch eine Taschenlampe. Wisst ihr, ich hab schon fast überhaupt keinen Bock mehr darauf, Mann. Was ist denn der dafür? Ist die Taschenlampe? Ja, natürlich. Ja, die haben die Machete, ne? Mal gucken, ob diese komischen... Sieht man das gute Stück Wagenheber da rausgehackt kriegen. Und die Machete ist weg. Weil, wenn brauche ich nochmal für diese verdammten Wölfe, die da rumspringen? Da ist so eine Machete sicherlich nützlicher als ein Wagenheber, eine Taschenlampe oder ein Stück Seil. Kurzes Stück Seil. Oder hätte man das Seil von diesem komischen Schild noch mit abmachen können. Das wäre sicherlich nicht verkehrt. Den Wagen oder irgendwas kann man machen. Ah! Reicht das jetzt? Und dann muss man noch mehr. Kann ich jetzt durch? Thank you.
Stück Seil kann ich auch nicht noch werfen. Super. Hm. Was könnte noch gehen? Den Land. Grace Schloss. Cool. Ich würde auch schon mal so ein Schild haben. Nein, da lang bitte, da wohne ich hier, da hier. Ich bin der Grey, ich weiß nicht. Oh, Mr. Grey. Ist das die Mutter von Mr. Grey? Ja, den Film gesehen. Oh mein Gott. Oh, bist du schön was nützlich, aber ohne Leiter komme ich nicht hinauf. Hm. Auto kann ich auch nicht. Mittlerweile müsste ich auch komplett durchnässt sein. Super, jetzt sind wir im Unterstand. Dieser Eingangstor war eine beschissene Brücke, nicht mal wenn ein Pferd runterfällt. Kann ich hier noch irgendwo hin? Lecker, lecker. Warum wollte der Schwester im Schloss und ich nicht? Ich will auch eine kaputte Zucke. Hier sind Scheißseil, wundert doch. Ja, ich bin viel zu kurz. Das ist so kurz, damit geht es nicht. Das ist ja hier super. Abzügeln kann ich auch nicht. Ich muss ja diesen verknackten Knoten da. Einen Haufen zurück, kann ich auch nicht. Der ist jetzt blockiert. Toll. Irgendwas am Auto habe ich auch nicht mal sagen können, okay, nur irgendwas mit, wo du das abschnibbeln können. Aber nein, die Machete musste Madame ja wegwerfen, ist klar. Man schmeißt ja allen Shit weg, den man nicht mehr braucht. Und zwar instant. Hier kommt hier fies. Geht nicht. Ich bin auch nicht. Und Scheiß, was soll ich denn da auf den Misti werfen? Hm, kann ich nicht nehmen. Das ist das wieder. Oder was ich mit dem Kühlmann packen kann. Ich bin zu fett, um mich auf dem Ding halten zu lassen. Ist klar. Sieht man's? Ich mach meine Platten da. Diese Brücke, in die Hinnebrücke, wohin geht diese blöde Brücke? Lass mich raten, das ist die Brücke, die unser Sommer, unser Gartenhäuschen, unseren exotischen Gartenschuppen mit unserem etwas größeren Gartenschuppen verbindet. Und den Pool. Ja. Ich brauche irgendwo was, damit ich die Schlucht, da kann ich gucken.
Ja, super. Was ist das? Also entweder das ist ein Morgenstern. Und wenn ich von ausgehe, weil ein Morgenstern ist eigentlich spitz bei diesen kleinen Pieksern, dann ist das eine Mine. Was zum Geier? Macht eine Seemine in den Graben dieses Schlosses? Und warum ist da Dinge nicht hochgegangen, als dieses komische Pferd mitsamt dem Rest der Brücke runtergekracht ist? Und wo ist das Pferd mit dem Rest der Brücke abgeblieben? Weil ich meine, der Strom sieht jetzt nicht so hardcore aus, als würde er ein marmornes Pferd wegpusten können. Winde. Kann ich mir die Winde im Ding verbinden? Nö. Ah, vielleicht kann ich die Winde mit dem Ding verbinden. Ich denke, das ist irgendwas. Oh mein Gott. Und da ist ein Wolf. Nein, da geht es zu Kamin. Mein Gott, das ist ein bisschen Nebel. Dann machst du die Taschenlampe, die du hast, die du gefunden hast, an, dann ist das gut. Dieses komische Haken. Diesen Haken mit. Gut. Ich muss einen Weg für den Nebel wegzubleiben. Willkommen im Kaminzimmer. Wir haben ja schon ein schönes Feuerchen für Sie vorbereitet. Ein Schachbrett mit Spiel wartet bereits, von Ihnen fortgeführt zu werden. Ich hätte aber lieber gerne mal sagen, mal so ein Handtuch oder so, ein paar Wechselsachen. Das klingt viel besser. Ich bin jetzt eine Stunde da draußen und ich habe einen Regen. Hier stehen wir, um eure verfickte Engelbrücke zu reparieren. Das ist hier Sessel. Oh, im Sessel ist was eingewebt. Doch, was wäre nicht ein Magnet? Unter dem Polster ist es Metall. Dann kann ich sie erreichen, dann möchte ich den schon mal nicht zerreißen. Okay. Gut, auch gut. Da fehlen ein paar Figürchen. Okay, und warum stehen jetzt die Viecher noch drauf? Aber ein Wimmelbild zum Anfassen. Pff, heiß. Oh, heiß. Nein. Das ist mir doch ein bisschen zu blöd. Ne? Gehen wir mal gucken. Hier Pflanze in der Vase. Mit bloßen Händen sollte nicht warm. Verklar! Okay, durchnässt, unterkühlt, noch in der Erde rumbuddeln. Macht nicht den besten Eindruck. Gehen wir zum Rückgang, der brennt. Wieso? Warum brennt das hier? Ich muss das löschen, wa? Das Feuer brennt sich. Ich bekomme das Gefühl, dass ich hier unerwünscht bin. Nein, nur weil der Boden brennt. Der Marmorfußboden. Der brennt halt ein bisschen. Das heißt doch lange, dass du unerwünscht bist. Es brennt der Marmorfußboden. Da kann sich nichts ausbreiten. Wenn der Zeug, was da brennt, verbrannt ist, dann ist vorbei. Epische Tür. Klinke mit Schild. Ich muss den Schlüssel finden. Aber warum musst du den Schlüssel finden? Du bist da irgendwo noch zu Besuch. Ja, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Partygesellschaft im hinteren Garten oder im Wintergarten, wo auch immer, und feiert die Taufe ihres des kleinen Greyfritzen. Ja, was willst du da unter der Treppe? Such doch erstmal die Typen, die du suchst. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Bild bewegt sich. Das ist unser neues Special Effect Bild mit Motion Processing. Yeah, hat mich nur 5000 Schleifen gekostet. Das ist super.
glauben, da ist was. Ich könnte auf jeden Fall nicht zerschneiden. Was? Warum nicht? Was? Der Geist könnte es mit mir. Also entweder ist da was hinter. Und der Wind, der bläst da irgendwie so beschissen lang. Dann ist das halt so, dann ist das aber kein Geist. Oder. Warum nehme ich das blöde Bild nicht einfach zur Seite und guck, was da dahinter ist? Nein, ich muss wahrscheinlich nur erst diese komischen Katzen gut finden. Meh. Oh, Kratzspuren. Juhu. Und ein Ritter. Rüstung. Ja. Eine Nische. Oh mein Gott. Und diese Nische guckt. Ja, kein Wunder, dass dir da ein Bild vorgestellt wird. Stell dir mal vor, du gehst abends da dran vorbei. Und dann guck ich dieses grimmige Gesicht an. Und am besten morgen hast du noch sofort super Laune. Frisch ausgeschlafen, dir geht super gut. Du kommst in den Flur, siehst den Fatzen hier und sagst dir: Mann, das ist heute wieder mal ein Kacktag. Oder ähnlich könnte ich es ausheben. Geht auch im Haken? Natürlich nicht. Oh, eine Schraube. Muss irgendwo abgefallen sein. Nochmal, was interessiert dich das? Was wieder für. Ja. Ich sehe. Lichtquelle. Die habe ich zufälligerweise da. Oh, fuck. Für eine. Schalter put. Wenn wir Schalter nicht anschalten. Irgendwas sagt mir, ich sollte ganz schnell zurück zu meinem Auto. Irgendwas sagt mir, ich sollte ganz schnell zurück. Aber das andere in meinem Körper sagt: Nee, du musst erforschen, was hier passiert ist. Gut, die dritte Stimme im Kopf singt die Melodie von Tetris, aber hey, ne? Ist ja faktisch 2-1 fürs Dableiben. Der Tetris ist ja auch knobelig, nicht so was heute. Verdammt. Ja. Okay, der böse Wolf da hinten mag nicht, wenn ich ihn anleuchte. Siehste, mag er nicht. Ich mach extra das voll nicht toll, wenn du mich mal anleuchtest. Das finde ich voll scheiße, weil meine Augen anfangen zu leuchten so rot, weil ich so viel gesoffen hab. Nicht schon ein Auch das gilt schon zu diesem scheiß Haken auch nicht genau. Merk mal. Warum sind hier bei diese komischen Kratzer im Holz? Was Heftiges. Ich hab einen Haken. Und ein Seil. MacGyver hat da draußen eine Atomwaffe gebaut. Und was kriegst du mit dem Zeug hin? Nicht mal den Helm abgeschlagen. Oh Mann. Stimmt was versteckt? Mach das mal irgendwo im öffentlichen Raum zum Museum. Oder den Gang voll lass mit den Viechern und klopfst so neben den Kopf runter. Was machen Sie da? Da ist bestimmt was unter dem Helm. Das muss ich alles abschlagen und gucken. Genau. Kommen Sie doch mal mit. Ich habe da ein paar Freunde mit weißer Weste. Die wollen mal schauen, was Sie Tolles tun. Okay, unsere Magneten liegen Schild dazu. Ich brauche 3 Figuren, die hier irgendwo da reingetötet werden. So, dann brauche ich 3, 4 Statuen, die hier oben noch draufgeklickt. Ich formuliere es um. Die ich irgendwie versuchen muss, da oben drauf zu tun. Ich meine, die sind ja jetzt nicht Maßstab 1:1, aber die wiegen sicher, wenn so aus Granit sind, wiegen die Dinger sicherlich so um die 180, 190 Kilo. Wie soll ich die denn ohne Treppe oder Leiter da überhaupt hochbringen? Lord Cain Gray. Mr. Gray. Das ist eigentlich einer von Johns Vorfahren. Ich hab's doch gewusst, es ist Mr. Gray. Mr. Gray.
Mr. Greenhey. Was wollte ich jetzt? Rudeln will Madame ja nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Da ist das Schachbrett. Und die Viecher wählen. Hotties. Sitzenspringer! Ja, ist mir noch ein Latte, was da zwei solche sind. Oh. Kann ich nichts anfangen. Der Wackelkandidat da oben. So. Galerie. Tür. Rittergang. Ach, hier brennt ja noch der Marmor. Ja. Aber eine heiße Sohle aufs Parkett hier schon. Auch ein Marmor machen. Auf zu wackeln. Im Haken was machen? Wo haben Sie ein Seil? Natürlich nicht. Was soll ich den Kack dann überhaupt? Ich gehe mal nach draußen. Ich habe da immer noch einmal. Es regnet ja eh genug. Finde ich ja irgendeine Möglichkeit. Diesen scheiß Nebel. Und meine Taschenlampe ist weg. Habe ich mal abgestellt in den dunklen Gang da oben, wo der böse Wolf es nicht mag, wenn ich ihn anleuchte. Warum nicht? Hey, vielleicht kann ich diese Mine runter und als Luft jagen, ist das Spiel sofort vorbei. Gucken wir mal. Ach, das ist nur ein Streitkolben. Schade. Und was passiert, wenn man einen Streitkolben aus dem Graben holt? Mit dem Haken? Man lässt den Haken dann im Graben drin. Oder man schmeißt ihn einfach weg. So ungefähr in die Richtung, in die ich auch die Machete in den Nebel gefeuert habe. Da! Okay, jetzt kommt den Streitkolben. Für diesen komisch beknackten Witter, der da oben meint, er könnte nicht abgeschlagen werden. Oder ich benutze das, um ihn wieder wegzukloppen. Hier, guck mal, Junge, guck mal, hier fliegt was. Oh mein Gott, es war ein Kissen drin. Ich liebe Kissen hier. Bräute mit Sand. Ich hätte diesen Morgenstern, diesen Streit geholfen, aber auch gegen zu diesem Vogel feuern können. Das wäre sicherlich lustig geworden, oder? Okay, also diesen Sandlöschen geht da eigentlich auch. Niemanden. Oh mein Gott! Jetzt ist hier löscht. Ein Dolch. Messer. Hör auf zu wackeln da oben! Ihm fehlt da was. Die helle Baden versperren mir den Zugang zu Grace Arbeitszimmer. Okay, sie wird schon mal da gehen, sonst wüsste sie nicht, warum das da Grace Arbeitszimmer ist. Andererseits freue ich mich, warum zum Geier? Der ist ja hier wohl ein Schild, da weiß ich einmal. Der wahrscheinlich. Schild! Hab ich zufällig einen auf dem Weg gegen gesehen. Da guck ich doch mal, jetzt ist auch so ein schönes Messer. Hier, Kekse. Bin ich King Kong? Passe ich da nicht durch oder was? Hallo? Was will der? Ich hab auch mal ein Schild. Ich will auch ein Schild, wenn mein Kumpel hat. Da hängen zwei Schilde hinter euch. Nehmt euch doch einen von denen. Nein, darum geht es nicht.
Hätte ich jetzt eine Machete, ne? Hm, das wäre geil. Das wäre ein toller Plan. Aber ich habe das Messer, okay. Das ich hier nicht benutzen kann, weil es ist ein Messer, mit dem man nur Seile durchtrennen kann. Und so ein paar Dranken, sage ich jetzt mal, geht nicht. Will ich ein Gartenwerkzeug? Wenn das kein Gartenwerkzeug ist, was ist das denn dann? Brieföffner? Nee. Warum ist hier Stern und Mondlicht und so Gelumpe? Ja, ich kann hier nicht durchgucken. Da hier schüttet's. Und ist Kackwetter. Okay, jetzt besser noch wenig um diesen da, da, diesen da. Diesen da. Pokerin an. Ja, als Maul ist jetzt gut. Du hast deinen Standpunkt klar gemacht, du Penner. Ich mach trotzdem das Licht hier an, obwohl dieser Fons wahrscheinlich nicht viel bringen wird. Aber ich könnte das Messer doch sicherlich zu diesen Typen wegschmeißen. Nein, ich habe aber auch keine gefunden. Feuer legen? Wirklich? Ich habe gerade eins gelöscht. Ich hab, muss man festhalten. Also, ich bin angekommen. So, bis auf diese kleinen Schrapaz mit einem Unfall und dieses Pferd, das da etwas hört, die kann nach unten. Okay, hat man ja erstmal schon sehr positive Sachen gemacht. Man hat dieses Schalt, der hat den verlorenen Schlüssel in Form eines Frosches gefunden, man hat dieses tolle Rätsel den Wölfen gelöst. Okay. Und dann hat die Hängebrücke repariert. Ich habe das Feuer gelöscht. Was kommt als nächstes? Ich sammle noch eure verdammten Statuen hier oben hier hin, mach euer Schachtel wieder vollständig, hol das klümmische Klümmelding da aus dem Stuhl, stopfe noch eure verdammten komischen Pflanzen da um, find den Schlüssel für euren Keller. Ja, hab ich noch was vergessen? Oh, du hast den Punsch vergessen. Was ist denn Punsch? Naja, den Punsch, den wir sonst mal benutzt. Hey, ich kann das bestimmt damit hier auf. Ja, gut. Nie, Block. Und das Messer weggeworfen. Ja, genau. Am besten hier irgendwo. Hui, Batz hat gerade den Wolf getroffen. Das Thema ist erledigt. Ich bin weg. Wo will der Knecht hin? Wo will der Knecht hin? Wo will er hin? Das kann doch nicht sein. Ey. Wo klatsche ich jetzt dieses Teil hin? Die Madame hier möchte ja ein Schild haben. Das passt also nicht. Ich hätte das Ding gegen diesen Raben feuern. Mal gucken, was das bringt. Die Hackfresse gegen Vollidioten. Natürlich nicht. Die ist klar. Ich habe 5000 Sachen zum Schmeißen, inklusive nutzlosen Stück Seil. Aber nein! Das ist dem Herrn nicht, der Dame nicht recht. Das schmeiße ich nicht gegen Viecher. Da muss ich was anderes her. Morgenstern hat es natürlich auch wieder irgendwo hingeschmissen. Wahrscheinlich auch Richtung Wolf. Ich meine, das Thema ist doch erledigt. Da ist das Messer hingeflogen und ein Morgenstern. Streitkolben. Ja, okay, es ist ein Streitkolben. Ist mir scheißegal. Und warum kannst du Wurst da nicht durch, nur weil er da irgendwo ein Teil des Seils dann umfangen will? Ich sollte lesen, ja, ich weiß. Oh mein Gott! Ein Wimmelbild. Fledermuskette, USB-Stick, Batterielupe, Stehpferdchen, Gewürzgurken, Mikrofon, Schild, Hotdog, Rasierer, Soldat. Warum zum Vertrauen hat das? Ja, okay, Mann. Ja. Lass ich hier eine Diskette, einen USB-Stick, eine Batterienlupe und vielleicht noch ein Mikrofon, ein Schild und einen Rasierer hinlege. Ja.
Warum liegt hier ein Hotdog, eine Gewürzgurke, ein Seepferdchen und eine Fledermaus? Gott sei Dank, dass ich durchgewinzen, Spielzeugsoldaten ist okay, so wie der da, bei diesem Hotdog. Warum räume ich ja nicht auf? Das ist ein B-Stick, Batterie, da oben mal das Gewürzgürkchen, Schild, ein Rasierer. Könnten Sie ein bisschen konkreter sein, was für ein Rasierer handelt sich denn? Ein manuell oder ein von irgendeiner bekannten Farbfirma, der elektrisch ist? Das elektrische ist das Wort hier. Nee, das geht so nicht. Super. Rasierer, das ist ein elektrischer von der Firma, kann ich jetzt nicht sagen. Philips. Nicht unterstützt durch Produktplatzierung. Lalalala. So, eine Lupe haben wir auch. Hier, was haben wir noch? Ein Mikrofon haben wir da hinten. Fledermaus, das ist ein Fledermaus, das ist was anderes. Das ist eine Libelle, da ist die Diskette. Da, 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 da. Fledermaus, ein Seepferdchen. Das Seepferdchen am Zeichen. Für die Fledermaus. Ja, Schrott. Fünfkreise, also die Spitze von Sohnemann, der frisch darauf führt, aber der spielt gerne, der spielt wahrscheinlich gerne mit irgendwelchen Sachen wie einem Speedstick. Ne? Der spielt auch gerne mit seiner Gewürzgurke, seine Lieblingsgewürzgurke, der nennt sich Freddy. Guten Tag, ich bin Freddy die Gewürzgurke. Dein liebstes Spielzeug. Mich gibt's mal im Doppelpack mit meinem Freund Horst der Hotdog. Da ist die scheiß Fledermaus. Und da ist das Siebenpferdchen. Gut gemacht, hast du nochmal den Schild genommen. Hätte ich mir nicht einfach den Schild nehmen können, dann wäre das gut. Nein. Lass das doch aufräumen. Hier, nimm den Schild und mach auf. Ja, also, geht doch. Das ist nur du. Hottentotten waren. Ja. Ey, wird eine Kerle, wird irgendein Arschloch, ob sie als Werwolf rum. Ich sehe das schon kommen. Einer im Versteckerschrank wollte auf keinen Fall, wenn man hier was öffnet, ein Teil des Rätsels fehlt. Lass mich ab, wenn du den Teil des Rätsels. Kleiner. Oh, was drunter? Ein Ding. Möglicherweise der Schalter für da oben, wo man da Licht anmachen kann. Oder so eine Schalter habe ich also jetzt. Ich will ihn wieder gefunden. Die Hängebrücke repariert. Das Feuer gelöscht. Dieses komische und diese Fatzkelle abgeflogen, abgetüttelt. Und wir werden noch den Schalter reparieren für die Blöcke am Flur. Das Brecheisen auch noch mit. Da drüben, da drüben was drüber. Nimm das doch weg da. Fang doch einfach mal an. Ich muss hier irgendwo Rätsel lösen, um zu rausfinden, wie das denn funktioniert. Noch einer. Gleichgültig und ängstlich. So, hier entsetzt. Oh mein Gott, das Ding hängt wahrscheinlich immer hier. Hängt schön über dem Klo. Hier, lass sich angucken und auf dem Klo denkt man sich so: Wow! Was für eine Schlange. Ich sollte mal lesen, was hier ins Buch steht, oder? Die Werwölfe leben in Höhlen und verlassen ihren angestammten Wald nie. Doch im Inneren sind sie nach wie vor menschlich. Noch Jahre nach ihrer Verwandlung können sie ihre menschliche Form wiedererlangen.
Werwölfe verbringen ihre Leben in normalen Familien. Des Nachts nehmen sie die Wolfsgestalt an und stürzen sie auf das Vieh. Der Werwolf ist ein Symbol der Machtlosigkeit des Menschen über die Kreaturen der Dunkelheit. Ich hab da gewusst, dass jetzt irgendwie mit dieser verkackten Werwolf zu tun haben. Und noch zwei. Die ganze Family. Juhu! Werwolf. Ein Werwolf für die ganze Familie. Ding, ding, ding. So. Nehmen wir nochmal den Schalter, machen wir oben Licht an. Mal gucken, was wir finden. Im Worst Case springt uns der kleine Hai hinten ins Gesicht. So. Wenn du das schon scheiße findest, ich siehst du dann das da. Gucke mal. Licht. Da ist er ja. Hallo, Wuffi. Wer bist du? Ja. Ja, ich konnte schon mal in die Glaser kommen lassen. Grace Schloss ist für eine Statuensammlung berühmt. Marmor, Gips, Holz, alle wurden für sie von Mitgliedern der Familie geformt. Die zwei hier ausgestellten Statuen wurden aus Gipsguss gefertigt und nie getrennt. So soll der Schlüssel zu unterstützt sein. Für das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer habe ich da hinten gefunden. Das waren diese 2,5 Quadratzentimeter, die man zum Schrott drauf. Und ein altes Bild. Belagerung. Oh, ihr wollt, alles klar. Schiebe die Kran so, dass in der oberen Blöcken 3 komplette Bilder entstehen. Okay. Ah. Okay. Dahin, das dahin, das dahin. Oh. Kein Problem. Wirklich? Och. Ist ja irgendwo Bild, ne? Sieht wahrscheinlich schicker aus. Ja. Mm-hmm.
falsch rum, ne? Scheiße. Na gut, bin ich am Ende. Halleluja. So, jetzt den runter, dann den zack, zack, ne? Die Kids wahrscheinlich immer wieder, wenn uns das Ding um ihr Spielzeug will verstecken, dass keiner mehr dran kommt. Lalalala, wir machen das immer die zu ärgern. Lalala, das können wir gut. Nein. So. Ich würde sagen, wir machen ein andermal weiter.